Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, ich bin ziemlich badass und außerdem bin ich ein Elefant. Ja, Zementente ist ein Elefant. Moment, ja, es ist so. Wir gehen jetzt gleich in die vierte Stage. Ich muss nur gerade ein bisschen gucken. Hier war gerade so ein ganz ekliges Viech in meinem Zimmer. Kennt ihr das? Na, so eine eklige, sehr nach Stechviech aussehende Mücke, die nicht, also nicht nur eine Mücke, sondern richtig auch größer und so. Aber in dem Moment, wo ich sie umbringen wollte zwischen den beiden Folgen, ist sie abgehauen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich bin ein Badass Elephant, aber ich hab Schiss. Egal. Stage 4. Wenn sie wieder auftaucht und nicht schreien wie ein Mädchen am Mikrofon, dann, ja. Ah, der böse Oberroboter, den wir uns als Tembo widmen müssen. Alles klar. Der erste Bossfight. Ich hab, Respekt. Raaah! Boah, wir machen erstmal ein bisschen was kaputt, ne? Was kaputt ist, ist kaputt. Sag ich mal. Oh. Huch. Ich habe irgendwo Zivilisten gefallen. Ach so, da hinten drin. Ja, okay. Ist das hier jetzt schon der Endgegner? Also gibt es jetzt eine Boss-Stage oder gibt es den Endgegner direkt als Gegner? Bip, bip, bop. Bip, bip, bop. Oh, das sieht nicht gut aus. Achso. I see. Huch. Hat das bei euch auch gerade so einen ganz kurzen Sprung gemacht? Achso. Zack. Halt, da oben sieht so aus, als müsste man da irgendwie hinkommen, oder? Achso, da kommen von oben Teile runter. Achso, alles klar. Dann nicht. Dann habe ich Quatsch. Oh, die Flammen habe ich gar nicht gesehen. Alter. Diese Dinger, wo diese Teile rauskommen, da denke ich die ganze Zeit, ich müsste da reinspringen können. Oh, aber dafür sind sie da, ich hab's schon verstanden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war genau so geplant. Mhm. Alter, unser Peanut Butter Verbrauch geht gar nicht. Ich habe immer noch Schiss, dass dieses Viech hier gleich wieder auftaucht. Aber, na egal. Wir sind ein Badass Elephant, wir haben vor nichts Angst. Auch nicht vor ekligen Viechern, die so aussehen, als könnten sie einem das, den Fuß abbeißen. Wäre ja noch schöner. Hey! Nein! Ich wollte doch da hinten noch den Zivilisten freien, das war so freien, das war so gar keine Absicht. Oh, Restart kostet mich eine Peanut Butter. Shit. Ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Kacke. Ich dachte, ich kann den Level einfach so restarten. Aber gut, auch das muss man ja einmal gemacht haben, damit man es weiß. Man müsste irgendwie eine Stage finden, wo man am Anfang sowas wie das hier machen kann, das dann mehr wert ist als ein Leben und dann, ja, Leben farmen. Alter, springe ich da jetzt jedes Mal rein? Habe ich da Bock drauf? So wollte ich nämlich. So. Die sind gar nicht so leicht zu treffen, diese Fliegeroboter. Also dieser Uppercut ist von der Steuerung halt schon ein bisschen komisch. Ja. Hier sind wir das letzte Mal hemmungslos gescheitert. Oh shit. Nein. Nee. Alter. Spiel. Da willst du aber auch schon gemein zu mir sein, oder? Es ist gar nicht so leicht, darauf zu kommen hier. Und wieso? Physics Engines, please. So, jetzt aber. Ah, und da wäre natürlich der Mittelpunkt direkt dahinter gewesen. Da hätte man sich auch denken können, ne? So. Und wahrscheinlich habe ich da jetzt was verpasst. Aber ich wollte trotzdem, ich konnte nicht widerstehen. Ey. Nein! Oh, Alter, diese Lava da unten. Wer macht denn überhaupt Lava in so einem Fabrikgebäude? Gut, Phantom natürlich, der Böse. Der will ja auch Menschen umbringen und so. Deswegen sind wir ja da und retten die Welt. Ich möchte gerne zuerst noch auf das Feld da unten. Ich möchte also diesmal ausnahmsweise nicht das tun, was mir das Spiel vorschlägt. Achso, das ist nur dazu da, damit ich, falls ich den verkacke von da oben, den Sprung. Oh, das ist nicht wahr.
Oh Kacke, wenn ich so weitermache, habe ich gleich keine Peanut Butter mehr. Was dann wohl passiert? Wir werden zusammen den Game Over Screen dieses Spiel noch sehen. Alter, Tembo erweist sich als schwerer, als ich gedacht hätte, als ich das gesehen habe. Ich dachte so, ach ja, nettes kleines Zwischendurchprojekt, können wir mal so machen. Wahrscheinlich könnten wir das auch, wenn wir weniger erpicht darauf wären, so Secrets und sowas zu... Ups, jetzt wird es ja noch ein bisschen trickiger. Ja gut, okay, das sind ja so Klassiker des Genres. Zack, Safe Point, Leben, Zivilist, alles gut. Oh, zack, boff. Ey, ich hab den von hinten getroffen. So. Ah, das sieht ja aus wie eine Bossfight-Arena, wollte ich gerade sagen. Was mache ich hier? Hier komme ich nicht durch. Ah! Ah, der wirft teilweise auch Tennisbälle. Muss ich da was mitmachen, die wahrscheinlich mit so einem Uppercut oder so treffen, wa? Ah! Ah, easy. Falsche Taste, ich wollte gar nicht Wasser spucken. Zack! Haha, bada bada. Give it to me, baby! Yeah! Na also, geht doch. Easy. Flammen. Da oben ist ein Zivilist. Da oben ist Wasser. Eine Auffüllstation. Und ganz viele komische Gegner. Und noch einen. Wow. Zivilist. Da geht's gleich weiter. Whee. Oh, hier gibt es einen Safe Point dafür auch noch. Und Wasser und Leben und alles. Nein, da habe ich mich nicht total dämlich angestellt. Wie kommt ihr darauf? Fuck. Ah, okay. Hier wird das Ganze ein bisschen schwieriger, wa? Mist. Okay. Easy. Nicht so easy, ja. Ich wollte gerade sagen, entweder ich werde getroffen oder ich mach den, schieß den Schuss nicht zurück. Fuck. Da war ich zu sehr beschäftigt damit, dass ich das nicht nochmal machen kann. Dann machen wir es so. Und das blöde Gepiepe geht mir gar nicht auf die Nerven. Ah, zum Glück gab es ja direkt davor einen Save Point. Und Leben gibt es hier hinter auch. Zack. Wow. Ne, wii. Alter. Wieso ich da jetzt gerade gestorben bin, weiß ich nicht, aber wird schon seine Gründe gehabt haben. Unsere Peanut Butter Vorräte werden nicht mehr. Das, denke ich, wird passieren. Sonst müssen wir ein paar Mal die erste Welt farmen, damit wir Peanut Butter Vorräte haben. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Pff, kennt ihr das, wenn ihr wieder mal die falsche Taste drückt? Und zack. Rückhand. Surf. Aufschlag. Love 14. 15. Fuck, das war kacke. Das war richtig kacke. Yeah, ich bin richtig kacke. Und zack. Und jetzt geht's weiter. Alles gut. Nichts passiert. Gab da hinten auch noch mal Leben, meine ich. Ja. Und dann kommen wir da auch. Hier sind die Zivilisten ja doch noch, bis jetzt noch relativ viel verteilt. Wow, 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 wow. Kollege. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieses komische Runterspringding irgendwie sehr, sehr blöd zu handeln ist? Das hier?
Da verliert man doch relativ schnell die Kontrolle über seinen lieben Elefant und dann ist die Kacke aber auch am Dampfen. So. Ja, wenn wir nach da sollen, dann gehen wir nach hier. Hey. Was ist das hier? So eine Art Bonuslevel? Aha, get to the peanut. Achso, da kann ich einfach durchlaufen. Ich dachte, ich müsste da was kaputt machen. Ach so. Muss ich wahrscheinlich auch. Genau so. Um hier irgendwie was kaputt zu machen. Da oben komme ich aber gar nicht hin. Dann war das hier vielleicht doof. So. Das hingegen ist wahrscheinlich clever. Warten wir mal kurz, bis die Flammenbälle alle weg sind. So. Fuck. Das vergesse ich immer, dass diese Panzer dann diese Special Attack... Also vergesse ich nicht, aber meine Handmemory will das noch nicht so ganz wahrnehmen. Fuck, ich hab's gewusst. Dass das passieren würde. Ah, da hätte ich jetzt beinahe schon wieder da. Da muss man den Drang unterdrücken, dass man schnell sein will. Da muss man dann, einfach nicht die Schnellrenntaste am falschen Moment drücken. Dann fällt nämlich hier diese Barriere in sich zusammen und dann wäre es natürlich doof. Und diese Barriere hingegen ist mir jetzt egal. Riesenerdnuss! Bonusraum, yeah! Ah, da wäre ich beinahe schon reingesprungen. Ups! Das Muster von denen habe ich noch nicht kapiert, sorry. Ich dachte, die... Ich dachte, die springen anders. So wie da gerade. Dass sie da jetzt nur nach oben springen. Aber nee, die haben irgendwie verschiedene Muster. Sehr schön. Noch ein Zivilisten. Bis jetzt haben wir echt viele Zivilisten in dieser Stage gefunden. So. Sorry. Brennendes Auto, das habe ich zu spät gesehen. Das Auto fährt ja mit. Lalala. Ein Haus. Oh, ich glaube, diese Dinger dürften instant tot sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ hoch. So wie ich Spiele dieser Art einschätze. Oh, fuck. Da muss ich doch garantiert... Ja, genau. Nein, wieso bin ich nicht... Also mit diesen Metallplattformen habe ich es nicht. Das kann man schon mal festhalten. Wieso ich durch die schon wieder durchgefallen bin, weiß ich nicht. Nein. Aber auf jeden Fall ist der Robo weg. Also nochmal das Ganze. Hopp. Hopp. Und wenn ich den da oben habe, habe ich dann alle Zivilisten. Ich glaube schon, ne? Nice. Yeah, Kaputtmaching. Und yeah, mega Kaputtmaching, super. Ich dachte, wir haben jetzt hier so einen Endboss. Zack, alle Zivilisten, Alter, sind wir gut. Wir sind so ein Badass Elephant, Leute. Mann, Mann, Mann. Okay, das sieht anders aus. Ist das jetzt ein Endboss? Scrap Dragon. Okay, gucken wir uns in der nächsten Folge an, liebe Leute. Bis dahin, seid weiter Badass, seid weiter elefantig, esst mehr Erdnussbutter und bis dahin, alles, alles Gute und ciao, ciao.